herzlich willkommen zur nächsten Folge Wii Sports. Dieter Spasti ist nach dreimal down gehen, immer noch nicht richtig down. Wir müssen ihm jetzt so hart in die Fresse schlagen, dass er auch auf dem Boden liegen bleibt. Boah, ich habe ihn jetzt schon dreimal down geschlagen, er mich einmal. Aber er will einfach nicht verlieren. Oder besser gesagt aufgeben. Komm, ach ja. Oh, schöner Treffer, weil er mich auskontern wollte. Nein. Ey, was treffe ich den denn nicht? Schlag doch! Das ist nicht wahr. Wie denn? Alter! Schnell! Nein! Nein! Das ist nicht wahr! Ey, wie... Ach, komm, wenn er jetzt nicht down geht, ne? Geht down, du kleine Mist. Alter, der wird Angst ab. Junge! Endlich! Endlich ist er down. Boah, viermal muss ich den umschlagen. Was geht bei dem? Oh. Zum Glück habe ich mir nicht ein höheres Niveau ausgesucht. 700 reicht schon vollkommen für mich. Ich schwitze einfach, weil ich wie Sports Boxen spiele. Bis 13 Punkte. Und damit hätten wir es geschafft. Ich mache aber gerade noch einen Wii Fitness Körpertest. Oder ist es mal so? Nee, das. Oh Gott, was ein Fehler. Das heißt hier einfach nur Wii Fitness Test oder irgendwie sowas. Körpertest ist bei. Ein Wii Fit Plus, genau. Oh, der nicht. Nein, ich kann nicht mit dem Handschuh umgehen. Nonstop schlagen bei Tennis. Bitte verkack es nicht. Also verkacken werde ich sowieso, aber ich hoffe nicht irgendwie mega lame. Zum Beispiel, weil sie links hinschlägt. Dann kann mich das Spiel mal. Tennis ist einfach eigentlich mega einfach, aber diese Bälle, die links kommen, manchmal, da will der einfach nicht schlagen. Oh Gott, das hasse ich. Vor allem, wenn ich hier nach links wirf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mich trifft, schon doppelt so hoch, würde ich sagen. Zumindest war es bei mir immer so. Aber es läuft bis jetzt ganz gut. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu flach spiele, weil wenn ich dann das Netz erwische und der Ball hochfliegt, dann landet er wahrscheinlich nicht im blauen Feld. Die Hälfte haben wir jetzt geschafft. Und dann jetzt spielen sie wieder nach links. Oh Gott, jetzt muss ich Glück haben. Boah! Wieso denn? Ach so, es wird nicht direkt gestoppt. Okay, dann ist es gar nicht so schlimm. Aber trotzdem, ich habe geschlagen. Ich schwöre. Ja, genau, man hat es gesehen, aber... Der Ball geht durch meinen Schläger, also komm. Ich will nicht mehr als vier Fehler hier. Oder vier angebliche Fehler, sagen wir es so. Hier noch 10 Bälle. Höchstens, ja, es reagiert wieder nicht. Also, ich schlag jetzt immer direkt. Jetzt. Boah, es reagiert echt was später. Okay, die Runde lief aber eigentlich ganz gut. Sie will mir noch einen Punkt abknöpfen. Sie hat es aber... Nein, sie hat es geschafft! Du Fotze! Scheiße, diese Uhr. Oh Gott, Wurfkraft. Das kann ich nicht. Ich habe zwar schon mal Platin geschafft, aber das hat echt lange gedauert. Mein Tipp, den ich euch geben kann, es geht einfach immer 3 bis 4 Pins vom roten Hauptpin nach rechts. Und werft. Natürlich angeschnitten, weil sonst der Ball mega scheiße sein wird. Es ist aber gut, dass hier solche Banden, sag ich mal, sind, weil dann kommt die Bowlingkugel erstens wieder ein bisschen besser zurück und die Pins fällen auch was leichter um. Fallen auch was leichter um, nicht fällen. Okay, der Wurf war nicht, obwohl der Wurf war mega geil. Okay. Selbst wenn man die ersten 5 Strikes hat,
Also, ich erkläre erstmal die normalen Regeln. Pro Strike kriegt man doppelt so viele Pins, wie da sind. Aber am Ende ist das natürlich mega wertvoll. Das heißt, so viel bringt das am Anfang jetzt dann auch wieder nicht. Außer wenn wir hier komplett rasieren, dann bringt es natürlich schon was. Ab 500 Punkte bin ich komplett zufrieden, das ist nämlich Gold. Und es läuft gerade echt gut. Das ist nicht oft so. Jetzt muss ich ein bisschen weiter nach rechts, glaube ich. Weil der Abstand jetzt auch größer ist. Oh, und da ist der erste Nicht-Strike. Es geht aber immer weiter, selbst wenn ihr mal keinen Strike macht. Oh, das war ganz gut. Ich habe die aber nicht getroffen. Jetzt muss ich noch einmal alle treffen, dann sieht das ganz gut aus. Scheiße. Oh Gott, das sieht nicht sonderlich gut aus. Aber die 500 könnten wir mit ein bisschen Glück noch schaffen. Oh, bitte. Strike, ich brauche einen Strike. Ja, 400 haben wir, aber ich hätte gern 600. Also nein. Oh, ja, okay, das sollten 520 sein. Schlagtiming, wieder Tennis. Okay. Das kann, vor allem wenn sie nach links spielt, mega schwer sein. Ich habe hier mal 51 geschafft, war glaube ich Platin. Nicht Pratin? Was ist Pratin? Aber das ist halt der beste Versuch von einem. Und ich habe sicherlich mehr als nur einen Versuch bisher hier drin gemacht. Immer schlechter in Deutsch. Ich muss einfach mal was langsamer reden. Und was weniger. Das Bewegen fällt einem jetzt noch nicht so auf, aber spätestens ab 30, also wenn man schon 30 Punkte hat, im Hierfall wäre das dann Bälle übrig 0, dann muss man schon wirklich richtig gut zielen. Hier hat man noch die ganze Hälfte frei. Zumindest wenn es jetzt schrumpft. So schwer ist das jetzt aber eigentlich nicht. Also komm, mein Mindestalter muss 24 oder jünger sein. Das Jüngste ist 20, das Spiel ist nämlich für Erwachsene. Deswegen wundert euch nicht, wenn er gleich jünger steht wie 25 oder so. Obwohl, nee, 25 wäre trotzdem zu viel. Weil ich glaube, das hat man auch, ich bin nicht 25 oder so. Ich noch drei Bälle, dann läuft alles perfekt. Ja, war doch eigentlich ganz gut. Boah. Letzte Ball war knapp, aber getroffen. So, mein Refit-Alter ist 22. Ja, damit bin ich durchaus zufrieden. Mein schlechtestes war mal 61. Aber da war ich auch irgendwie komplett müde. Wollte es einfach nur mal gerade testen und habe dann vollkommen verkackt. Und genauso wie mein Deutsch verkackt das auch. Also, das Projekt ist jetzt vorbei mit keine Ahnung wie vielen Parts. 40, 35, irgendwas dazwischen auf jeden Fall. Ich hoffe mal, das Projekt hat euch gefallen. Wenn euch das Video auch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen hoch da lassen oder einfach eine Bewertung, wie ihr es fandet. Kommentar würde ich mich sehr freuen und bis zum nächsten Projekt. Ciao.